Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann, freue mich sehr über meinen Gast, der hier schon bei mir sitzt, der Sahand Khosravi. Grüß dich. Hi Marcel. Ein richtiger Sonnenschein. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf. Ja, sehr gerne. Sunny ist auch dein Spitzname. Kommt der her, weil du so ein Sonnenschein bist, oder? Habe ich jetzt mal geraten. Huhn und Ei, was war zuerst da? Das ist die Frage, ja. Sahand, du bist Managing Director von was? Von Fashion for Floors hier in Frankfurt am Main. Fashion for Floors, das klingt schon mal ziemlich geil. Es geht wahrscheinlich um... Ja, Mode für Böden, sage ich mal. Mhm, ja. Um Teppiche, ne? So sieht's aus. Super. Du bist Perser. Genau. Hier geboren, aber iranische Wurzeln. Darf man, wenn man einen Teppichhandel aufmacht, eigentlich Perser sein? So ist es, für mich ist das so der Eindruck so ein bisschen. Immer. Ihr seid halt die Besten, ne, da drin. Authentizität ist immer wichtig. Das finde ich geil. Sunny, du hast auch tolle Musik mitgebracht. Wir wollen diese Stunde ganz viel über dich und deinen Laden erfahren und warum du so oft in Monaco bist. Ob du schon mal im Fürstenpalast warst und so weiter. Klär mal alles noch diese Stunde. Und die Musik, die du mitgebracht hast, ist auch richtig klasse. Der erste Song, für wen ist der und was für einen Song hören wir? Der ist meine Freundin, Sonja Pitterling, und wir starten mit Via Con Me von Paolo Conte. Chef on Air hier bei Radio Frankfurt, heute mit dem Sunny, dem Sahand Khosravi, Managing Director von Fashion for Floors hier in Frankfurt. Schön, dass du hier bist. Vielen Dank. Wo sitzt ihr mit eurem Geschäft? Auf der Hanauer Landstraße im Ostend. Ja, fein. Sehr, sehr gut. Wie groß ist das? 500 Quadratmeter Showroom-Flächen. Okay. Und Fashion for Floors, also Fashion für die Böden. Was findet bei euch alles? Nicht nur Teppiche, aber hauptsächlich, glaube ich. Genau. Also wir kommen aus dem Segment handgearbeiteter Designteppiche. Das klingt teuer. Ja, aber vor allem aufwendig auch. Okay. Und wirklich sehr, sehr schick. Und eigentlich für jeden Wohntrend auch was mit dabei. Mhm. Sehr, sehr breit aufgestellt. Und darüber hinaus haben wir mittlerweile auch Möbel, Wohnaccessoires. Und allerlei, was zur Einrichtung dazugehört. Was für Möbel, also nicht 0815 Möbel, die ich im Kaufhaus finde, sondern ich habe gelesen, handgefertigte Möbel? Ja, handgearbeitete Möbel von holländischen Anbietern, von belgischen Anbietern. Also da sind wir wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Weil da seid ihr auch mit, also ich sag mal vorsichtig, im höheren Preissegment zu finden, oder? Ja, also für jedermann ist was mit dabei. Mhm. Wer viel Geld ausgeben mag, kann das bei uns tun, muss es aber nicht. Was kostet so ein Teppich bei euch? Sag mal, wie weit geht's? Sagen wir mal so. Ja, also von der Materialität abhängig haben wir wirklich Einstiegsprodukte von 2.000 bis 3.000 Euro. Mhm. Und wer mag, kann sich auch ein absolutes Unikat anfertigen lassen und bis zu 15.000, 20.000 Euro ausgeben für einen Teppich. Ich kann bei euch mir einen Teppich anfertigen lassen nach meinen Wünschen, oder wie? Absolut. Du kannst zu uns kommen mit ganz eigenen Ideen und wir setzen das für dich um in verschiedensten Materialien auf. Also jetzt stelle ich mir zum Beispiel vor, es gibt doch bestimmt reiche Menschen, die sagen, hier, ich habe ein Foto von meinem Schätzelein und mach da mal einen Teppich draus. Echt jetzt? Ja, sowas ist alles schon vorgekommen tatsächlich. Ja, ja, absolut. Ach, wie groß war der dann? Naja, so 4x3 Meter, ja, also schön den ganzen Wohnzimmer voll, ja. Toll, und dann trammelt man auf dem Gesicht vom Schätzelein rum. Je nachdem, ja. Aber das macht wirklich Spaß, solche Projekte tatsächlich. Also da ganz individuell zu arbeiten, ist schon eine ganz tolle Sache auch. Das klingt ja richtig geil. Gab es schon mal was richtig Ausgefallenes oder ist das das Ausgefallenste? Naja, also bis hin zu Swarovski-Steinen belegten Teppich hatten wir eigentlich nahezu alles mit dabei auch. Ja. Also schon sehr, sehr spannend und man bekommt auch Fotos aus der Produktion dann zugesendet und kann dann sehen, wie der Teppich sich sozusagen entwickelt auch. Ja. Gab es da mal was, wo du sagtest, oh nee, das machen wir nicht? Bis jetzt noch nicht. Ich lass mir was einfallen. Jederzeit. Sunny, du kommst aus Persien. Richtig, ja. Bist du auch dort geboren? Nee, ich bin waschechter Frankfurter. Ah, oh, ein Frankfurter Bob? Absolut. Sachsenhausener, wenn ich bitte darf. Das darfst du bitten, sehr, sehr gerne. Wie alt bist du? 31. Bist du schon mal auch im Ausland gewesen im Laufe deiner Einige Male tatsächlich. Ich meine beruflich auch für länger, meine ich, ne? Aber beruflich, ja. Also ich war in Spanien mal ein paar Monate nach dem Abitur. Mhm. Aber abgesehen davon bin ich dann doch Frankfurt treu geblieben. Immer wieder länger Reisen mal gemacht für 6 Wochen, aber sonst gerne hier. Und warum warst du in Spanien? Also war schon von Beginn an klar, ich werde was mit dem Teppichbusiness machen, oder? Nee, absoluter Quereinsteiger. Ich war überall in der Welt unterwegs vorher, irgendwie haltlos auch. Mhm. Und dann kam eins zum anderen und es hat wunderbar funktioniert und mittlerweile seit 6 Jahren mit dabei und super happy auch in dem Job. Ja, den Eindruck machst du auch. Und was wolltest du erst werden? Weil du sagtest, wegen Beruf im Ausland, Spanien? Ja, Survival. Hallo. Einfach mal raus und gucken, was die Welt so für einen bereithält.
und dann zurück auf den Teppich gekommen. Und wie kam es dann zur Fashion for Floors? Naja, viele Zufälle. Also ich habe den Inhaber dann auf einer Party kennengelernt. Ach ja. Wir haben uns super gut verstanden und dann kam es nach und nach. Und mittlerweile, wie gesagt, blicken wir auf eine lange Zusammenarbeit zurück und haben immer noch ein sehr gutes Verhältnis und sind viel im Austausch. Und klar ist er oft hier und ich bin auch oft unten. Der Monaco. Heißt, ja, ich wollte gerade sagen, der hat nämlich sich verzogen, ne? Ja, genau. Die Familie schon. Zu den seit ganz Reichen und ganz Schönen. Nicht in den Taunus, meine ich damit, sondern, genau, sondern nach Monaco. Seit 40 Jahren mittlerweile ist die Familie dort, auch exklusiver Hoflieferant des Fürstenhauses. Oh, wie schick. Na, absolut, ja. Und Fashion for Floors existiert seit 14 Jahren mittlerweile und seit nächstes Jahr 10 Jahren in Frankfurt. Oh, ja. nächstes Jahr hoffentlich dann wieder eine Party. Ich hoffe auch, ja. Ja, ja, weil ihr schmeißt ja auch manchmal ganz große Events, ne, mit auch exklusiven Premium-Partnern. Was macht ihr da so und wen habt ihr da so mit dabei? Ja, die Partys sind bei uns immer ein kleines Dankeschön an unsere Kunden, aber eben auch eine Möglichkeit, ganz neue, tolle Partner kennenzulernen, mit denen wir sehr erfolgreich arbeiten. Das letzte Event war mit zum Beispiel Hublot, Bentley, der Spielbank Bad Homburg. Da haben wir einen ganz tollen Casinoabend auch gemacht. Wow. Mit ganz tollen Preisen. Live-Musik, das Muriki war mit dabei mit Catering. Also da ist uns jedes Jahr was ganz Tolles einfallen auch. Das klingt sehr, sehr schick. Mensch, Sunny, schön, dass du hier bist. Und danke auch für die tolle Musik, die du mitgebracht hast. Ist auch immer so für mich eine Freude, in der Stunde zwischen 12 und 1 solche Perlen spielen zu können, wie eben auch Paolo Conte via Comé für deine Freundin. Ja, ne? Absolut. Das wollen wir nochmal erwähnen. Was hören wir jetzt? Wir hören jetzt einen Klassiker, Hotel California von den Eagles. Der Chef on Air. Radio Frankfurt verschönert Ihre Mittagspause. Der Sahand Kosravi ist bei mir, Sunny genannt, Managing Director von Fashion for Floors in der Hanauer Landstraße. Sunny, gibt es nur Perser-Teppiche bei euch oder auch? Wir sind eigentlich sehr modern in unseren Teppichausführungen. Okay. Tatsächlich haben wir unsere Manufakturen in Jaipur und Kathmandu und ein kleines Atelier in Teheran, was für uns Teppiche nochmal aufarbeitet. Wunderbar. Und ich habe eben gehört, was ich richtig geil finde, man kann auch mit einem Foto seiner Liebsten bei euch hinkommen und sich ein Konterfei von ihr auf einen großen Teppich sticken lassen. Das finde ich den Hammer. Oder was auch immer man sich vorstellt. Ja, ganz exklusive Teppiche. Wie stelle ich mir das vor, wenn ich zu euch komme? Beschreibt doch mal so ein Verkaufserlebnis, wenn Gerne. Ich zu euch komme. Es ist ja wirklich ganz schön fein und exklusiv bei euch. Absolut. Ne? Also in der Regel kommen unsere Kunden zu uns ins Geschäft. Meistens mit einem Stoffmuster oder im besten Fall sogar mit einem Bild von der Position, um die es geht. Und dann treffen wir gemeinsam eine ganz tolle Auswahl mit dem Kunden zusammen. Und ja, dann präsentieren wir die Teppiche beim Kunden vor Ort. Also es muss kein Teppich bei uns im Geschäft gekauft werden. Ach ja. Sondern der Kunde kann bei sich zu Hause den Teppich sich anschauen oder die verschiedenen Teppiche sich anschauen und dann eben entscheiden, ob die Farbe, die Größe, das Design wirklich passt und dann bleibt er liegen oder wir bestellen einen in der richtigen Größe. Die Umkleide ist sozusagen mein Zuhause. Ja. Das ist ja geil. Kurze Wege, ja. Wahnsinn. Und wie viele Teppiche bringt ihr da so mit? Ja, wir empfehlen immer so 3 Teppiche pro Position. Aber wenn es schwieriger fällt, dann auch gerne mehr. Also es ist auch kein Problem. Jetzt habt ihr nicht ausschließlich Teppiche, sondern ich habe hier gelesen Fashion for Homes. Genau. Kommt aber erst noch. Genau, oder? Das ist unsere neue Linie. Eigentlich schon jetzt, aber da ab morgen ja alles dicht ist, müssen wir das ja aufs nächste Jahr verschieben. Okay. Und genau, das ist eine neue Linie, wo wir eben auch die tollen Möbel, Vorhänge, Stoffbezüge und weitere Einrichtungselemente anbieten, sodass wir wirklich ganzheitlich den Kunden beraten und eben auch ausstatten können. Du bist über eine Party sozusagen an den damaligen Besitzer, oder jetzt noch Besitzer, immer noch natürlich, Besitzer natürlich, der jetzt in Monaco ist und auch genau. den Fürstenpalast beliefert. So sieht's aus. Zu Fashion for Floors gekommen, aber da hast du doch mit Sicherheit schon vorher so ein Faible für Inneneinrichtung gehabt, oder? Weil das kommt ja nicht irgendwie so, oh, ich mach mal hier. Ja, also ich komme tatsächlich auch aus der Kunstszene, also ich hatte schon immer so einen Blick für die Ästhetik und für den Raum immer gerne schon im Leben gehabt. Aha. Und ja, es wurde immer ein bisschen gefördert halt auch durch den Job und es hat gut funktioniert. Was heißt denn, du kommst aus der Kunstszene? Naja, also ich habe Kunst studiert. Ach so. Ja, genau. Und hab da super viel Spaß auch dran gefunden und ja, ich meine, Teppich ist ja auch ein Kunsthandwerk, ist ja nichts anderes. Auf jeden Fall. Sehr aufwendig produziertes, womit man auch ganz tolle Akzente halt im Raum setzen kann und das macht mir Spaß tatsächlich. Wieso studiert man überhaupt Kunst? Was kann man damit machen? Lehrer werden?
Teppichverkäufer. Ja, Teppich. Jetzt weiß ich, dass man damit auch Teppichverkäufer werden kann. Finde ich super, weil ich habe da auch ein totales Fable für Inneneinrichtungen. Gibt's, sag mir doch mal so zwei, drei absolute No-Gos in Sachen Inneneinrichtungen. Ich sag dir mal ein Beispiel. Was ich immer krass finde, Leute kaufen sich mega geile Couch-Garnituren. Was machen sie? Legen hässliche Decken drauf. Ja. Ja, es gibt Dinge, ich nicht. Die sind unumgänglich. Ja. Prinzipiell ist ja die Einrichtung eine Ausdrucksform von sich selbst. Mhm. Also da jetzt zu sagen, das geht gar nicht oder das sieht nicht schön aus, ist immer ein bisschen unfair. Aber klar, Beratung holen ist nie verkehrt, weil da ist jemand dann da mit ein bisschen mehr Erfahrung vor allem. Jetzt hast du diesen Felsen aber fein umschifft. Aber du hast doch bestimmt schon Sachen gesehen, was das, oh, würde ich so jetzt nicht machen. Ja. Sag doch mal ein Beispiel. Muss ja keinen Namen nennen. Nee, also ja, tatsächlich Farbkombinationen. Teilweise die, ja, sieht man dann denkt man sich, okay, gut, also durch die Brille möchte ich nicht sehen. Ja. Aber ja. Okay. Weiße Fliesen ist auch sowas für mich, wenn ich mir eine Wohnung angucke, dachte, wieso legt man sich denn weiße Fliesen ins Haus? Ich meine, von mir aus ins Badezimmer, aber doch nicht an die Wand, aber doch nicht auf den Boden, den ganzen ja, Haus. Das Schöne ist ja, man kann es auch alles Teppiche. Mit dem Teppich auch überdecken. Wahrscheinlich machen die das, um da drauf einen tollen Teppich zu legen, dann tut es den Fliesen auch nicht so weh, weil die will keiner sehen. Bist du Sportfan? Ja, absolut. Ja. Von der Eintracht. Na, ich will so schwer hoffen. Ja, klar. Momentan schwierig, nicht ins Stadion zu gehen, aber Gott, es kommen auch andere Zeiten. Ja, als Sachsenhäuser Bub, du hast eben gesagt, da muss man, was soll denn sonst der Eintracht-Fan sein? Ja, ne? Absolut. Ja. Habe ich den Boris gestern auch gefragt, der Chef der Bäderbetriebe Frankfurt, weißt du, was für ein Fan der ist? Will ich's wissen? Schalke. Okay, gut. Aber ein netter Kerl. Weiter im Programm. Netter Kerl. Sunny Sahan Kosravi ist mein Gast, Managing Director von Fashion for Floors hier aus der Hanauer Landstraße in Frankfurt. Wir hören einen weiteren tollen Song für dich und den du dir gewünscht hast. Welchen Song hören wir und warum? Ja, jetzt hören wir von Freundeskreis etwas. Mhm. Und zwar den Song Halt dich in deiner Liebe fest. Einfach weil Freundeskreis die Jugend geprägt hat und eine ganz, ganz tolle Band ist. Die genießen wir jetzt. Freundeskreis hier bei Chef on Air, Radio Frankfurt. Der Chef on Air, Radio Frankfurt, verschönert Ihre Mittagspause. Ich bin Marcel Ehmann und bei mir sitzt der Sunny. Grüß dich. Hi Marcel. Managing Director von Fashion for Floors in der Hanauer Landstraße. Hier gibt es exklusive, tolle Teppiche, die Sie auch nach eigenem Geschmack designen lassen können. Zum Beispiel mit einem Foto von der Liebsten oder vom Hund. So sieht's aus. Gab's das auch schon mal? Das noch nicht. Das ist auch neu und spannend. Siehst du, so ein schöner, schicker kleiner Hundeteppich. Warum nicht? Sammelst du auch Teppiche selber privat? Ich habe welche, aber sammeln wäre ja zu viel. Ja, sammeln wir Teppiche übereinander stapeln. Nee. Wie viele liegen bei dir zu Hause? Liegt alles voll mit Teppichen? Nee, tatsächlich ist manchmal weniger auch mehr, ein paar Highlights zu setzen. Momentan ist ein schöner Teppich bei mir zu Hause tatsächlich. Oh, schön, sehr schön. Weil der Typ, der jetzt kommt, den du dir gewünscht hast, der sammelt ganz schnelle Sportwagen. Absolut. Lamborghini, Ferrari und was noch. Den hören wir jetzt? Jetzt hören wir Jamiroquai. So sieht's aus. Virtual Insanity für den Sunny hier bei Chef on Air. Hier ist Chef on Air auf Radio Frankfurt. Einen ganz tollen Gast habe ich diese Stunde wieder hier bei mir sitzen. Ist der Sahand, genannt Sunny Kosravi. Wie der Name schon sagt, kommst du aus Sachsenhausen, gell? Ja. Klar abzulesen. Ja, sicherlich. Hier, du Managing Director von Fashion for Floors. Bei euch kann man fantastische Teppiche kaufen oder auch nach eigenem Wunsch gestalten lassen. Eben schon gefragt. Hundefoto? Ging ja auch, ne? Theoretisch ja. Wieso hast du deinen Hund denn noch nicht auf einem Teppich abstecken lassen? Der ist noch zu jung. Ne? Er ist noch nicht ganz ausgewachsen. Wie, ehrlich, wie alt ist er denn? 7 Monate ist er jetzt. Ach, wie süß. Ja. Kleine Welpe noch, oder? Ja, absolut. Ja. Was für ein Hund? Deswegen ist auch nur ein Teppich zu Hause bei mir im Moment. Zu gefährlich, wie ich Hund. Ja. Alle schon mal drauf gemacht oder hast du schon? Sie halten einiges aus. Ja. Wie heißt er? Hapu. Hapu? Ja. Ist das Persisch? Genau. Heißt ja. Was? Heißt übersetzt Hund. Ja, tatsächlich. Let's call it what it is. Eine ganz lustige Geschichte auch. Dein Hund heißt Hund. Warum? Naja, also meine Eltern sind immer ganz schwierig mit Namen, die sich zu merken. Und dann ging es um die Namensgebung des Hundes. Da hat mein Papa irgendwann gemeint, so hier, mach das Leben doch leicht und nenn doch Hapu. Ja, und ich so, klingt auf Deutsch ganz cool. Ja, finde ich aber süß. Und ja. Kann sich jeder merken tatsächlich. Ja. Dann heißt Sahand wahrscheinlich Sohn. So ungefähr, ja. Oder erster oder zweiter Sohn. Der Beste heißt es. So, der beste Sohn. Ich verstehe. Sahand, du hast auch jedes Jahr Events im Fashion for Floors mit Hublot oder Bentley. Eben hast du erzählt, du warst auch mal auf Sylt. Ja, mit Rolls Royce tatsächlich. Oh. Oh, der feine Herr. Bist du auch mal gefahren? Bin ich auch mal gefahren, ja. Also verschiedenste Modelle gefahren, ja. Der Ghost hat mir echt sehr angetan.
Aber es ist natürlich sowas, ja, ist eine Ausnahmeveranstaltung, auch für mich. Also, aber ganz, ganz tolle Erfahrung auch da, über Sylt durch Sylt zu fahren. Mhm. Super. Mit dem Rollst noch umso schnieker natürlich. Auf jeden Fall, da fliegt man. Du bist auch regelmäßig bei deinem Boss in Monaco. In Monaco, ja. Ja, wie oft? Ja, so zweimal im Jahr sehen wir uns auf jeden Fall, auch um die neuen Kollektionen zu besprechen. Mhm. Das machen wir alles dann sehr gern persönlich auch und natürlich auch, um sich auszutauschen über das Geschäft. Und er hat dort auch, wo hat er seinen Laden? Direkt in der Boulevard de Molin auf der Haupteinkaufsstraße. Sagt mir gar nichts, aber klingt auch wieder sehr edel. Oh, wow. Ja, absolut. Ja. Was kostet da die Miete im Monat? Ja, das drei Teppiche. Das kannst du dann beim nächsten Mal Chefs und er ihn persönlich fragen vielleicht. Mach es gerne, ich schicke mal vorbei. Und ihr beliefert auch das Fürstenhaus. Genau, ja, da sind wir als Unternehmen sehr, sehr stolz drauf. Seit mittlerweile 40 Jahren. Mhm. Das basiert so auf die Errungenschaft von dem Papa, von unserem Inhaber, der eben Grace Kelly auf einen seiner Reisen kennengelernt hatte. Und sie persönlich hat ihn dann nach Monaco zitiert. Und seither ist eine sehr, sehr gute Beziehung auch zum Fürstenhaus vorhanden. Was für eine geile Geschichte das ist. Mega. Ja. Wow. Ja. Warst du schon selber mal dort im Palast? Dort noch nicht, aber ich durfte den Fürsten mal kennenlernen. Und wie ist er? Er spricht Deutsch und das fließend. Ja, also okay. Das ist auf jeden Fall sehr angenehm. Sprichst du Persisch? Auf jeden Fall. Ach, sag doch mal einen Satz auf Persisch, was Schönes. Boah, was soll ich dir jetzt? Schlag was vor. Mein Hund heißt Hapu und hat mir bisher nur einmal auf den Teppich gemacht. ich verkürze den Satz. Okay. Erstmal sage man, Hapu hast dich. Ja, okay. Ist Hapu, alles andere halte ich mal zurück. Alles klar. Du, wenn ich zu dir komme und mir einen deiner richtig geilen Teppiche hole, die natürlich auch ihren Preis haben, ganz klar, sie sind auch angeknüpft und sehr edel. Und jetzt kaufe ich den und merke nach ein paar Jahren, oh Mann, ich würde gerne mal die Farbe meiner Wand ändern oder umziehen und auf einmal passt der Teppich nicht mehr. Was mache ich dann? Habe ich so einen teuren Teppich am Hals? Ja, also wir begleiten unsere Kunden auch sehr gerne über Jahre hinweg und sind auch der Auffassung, dass Einrichtung eben auch eine Entwicklung ist und man kann sich auch verändern. Ja. Und dementsprechend bieten wir unseren Kunden immer einen Zeitwert für unsere Teppiche an. Ach, kauft die zurück, oder? So ist aus. Also solange es unser Teppich ist, bieten wir das Kunden an dem Kunden an und er kann sich dann eben dementsprechend von der Gutschrift was Neues aussuchen bei uns im Haus. Das finde ich ja ganz schön klasse. Super Service. Heute der letzte Tag vor dem Lockdown. Ja. Bis wann kann ich heute noch vorbeikommen, mir schnell den Teppich holen? Ja, heute bis 18 Uhr, aber auch gerne bleiben wir länger, wenn Sie vorher anrufen. Okay. Und natürlich findet man euch auch online, fashionforfloors.shop. Genau. Heißt das, ich kann mir auch online Teppiche bestellen und liefere die dir dann auch jetzt die nächste Zeit nach Hause, wenn es mal dringend sein soll? Oder ein schönes Weihnachtsgeschenk für die Liebste? Ja, also online rein, bieten mal wir... einen kleinen Teppich gekauft. Wir bieten Online-Teppiche an, allerdings sind die zum Bestellen, also handgefertigte Bestellungen, die brauchen ihre Zeit. Also da jetzt einen zu bestellen, dass er morgen da ist, schwieriger, aber wir sind natürlich über FaceTime immer erreichbar und machen dann eine persönliche Führung auch rotiert durch den Laden und da kann man sich was Schönes aussuchen, was dann auch theoretisch morgen da sein kann. Das klingt doch super. Also wir haben schon drüber gesprochen, Fashion for Homes kommt ab nächstem Jahr, also auch feine Möbel und Vorhänge und so weiter. Genau, das ist unsere neue Linie, mit der wir halt dann auch ganzheitlich einrichten können und gerne auch beraten, was Möbel anbelangt, Leuchten, Tische, Vorhänge, Stoffbezüge. Also aus allem Guss kann dann alles bei uns bestellt werden. Also Frankfurt, habt ihr schon einen Laden? Monaco kam ja nach Frankfurt, ne? Nee, andersrum tatsächlich. Ach so, Monaco, der Ursprung ist Monaco. Ach ja. Da jetzt seit, ich glaube, 14 oder 15 Jahren. Okay. Und dann Frankfurt jetzt, toi toi toi, nächstes Jahr 10 Jahre. Da feiern wir schön. Gibt's eine ganz große Party, wenn Corona das erlaubt. Ja, sehr gut. Genau. Steht noch was? Hast du eine Idee, ob du noch einen Laden aufmachen willst irgendwann? Ja, also klar, als Unternehmen will man immer wachsen. Mhm. Wir träumen auch noch von München. Ja. Mhm. Mal schauen, wie es nächstes Jahr weiterläuft. Und das ist unser nächstes Ziel tatsächlich. Freue mich sehr, dass du da warst. Der Sahan Sunny Khosravi, Managing Director Fashion for Floors in der Hanauer Landstraße 196. Dankeschön. Vielen Dank. Danke dir.